Irgendwie sieht Felix unheimlich aus. Wer ist dieser blonde Mann? Wow, Entschuldigung. Bitte? Was machen Sie hier in diesem Auto? Sie sind gekapert! Wow. Okay. Sieht der Felix ein bisschen ähnlich, vielleicht ist es sein Opa. Leute, ich bin in der Zeit gereist. Ich bin Felix. Und ich muss euch vor etwas warnen. Es heute nicht die Kapern. Ich muss euch vor etwas warnen. Karl hat Kaffeeflecken auf seiner Unterwäsche. Ihr müsst euch darum kümmern. Und dafür bist du jetzt aus der Zukunft gekommen, um zu sagen, dass du gleich noch ein neues Unterhemd für Karl kaufen musst, weil er Kaffeeflecken drauf hat. Und wir wahrscheinlich eh... Du kennst nicht die Folgen, Mann! Du kennst nicht die Folgen! Okay, und damit herzlich willkommen zum hoffentlich letzten Drehtag vom Levitation-Dreh. Und heute, es wird so schön! Wir stehen gar nicht selbst vor der Kamera. Das ist so schön! Ja, Mann. So. Denn heute treffen wir einen netten Jungen. Wird's schön? Jakob sitzt dann nur in seinem Regisseurstühlchen, macht ja, da steht Jakob hinten drauf und ich ruf die ganze Zeit nur Kat. Das war scheiße, nochmal. Ja, was sollen wir anders machen? Streng dich mal an jetzt, Karl! Nee, wir haben ja viele Shots, die wir heute drehen wollen, gestern schon einmal gedreht. Also unsere Hälfte sozusagen. Deswegen kennen wir die Perspektiven und so davon schon ganz genau. Und filmen heute Karls Teil ab und der wird dann später da eingefügt. Und von daher sind diese Shots vom technischen Aufbau schon mal klar. Natürlich haben wir heute auch noch viele, viele andere Bilder, die wir drehen wollen. Es wird ein sehr strammes Ding und wir haben so gut es ging das geplant. Wir müssen natürlich auch immer ein bisschen darauf gucken, so ein Tag im Studio, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber das kostet sehr viel Geld. Und da muss man sich sehr, sehr gut überlegen, ob man das nicht so eng fasst, wie es nur möglich ist. Vor allem auch mit dem Hintergrund, mit einem Kind drehen hat ja auch noch was Besonderes. Vor allem, wenn man das quasi rechtlich rechtens macht. Kinder dürfen ja nicht so lange arbeiten, sondern dürfen maximal 4 Stunden vor der Kamera stehen. Finde ich übrigens also ganz schlimm. Nee, aber das ist auf jeden Fall so ein Fakt, wo man sich auch sehr stramm halten muss und man nicht so viel Zeit hat wie bei uns. So muss man sich halt wirklich sehr stramm dran halten, weil ab 4 Stunden ist dann halt Sense. Genau, deswegen machen wir gleich nochmal ein kurzes Briefing und sprechen nochmal so eine halbe Stunde jeden Shot durch, damit wir das nicht währenddessen machen müssen. Ja, dann nur noch Arschbacken zusammenkneifen und Spaß haben dabei. Und dann wird das schon. Ich bin sehr, sehr gespannt. Du auch, Felix? Ja. Winter Wonderland. Es hat echt geschneit. Good morning. Good morning. Lars? Ich bin Lars. Ich bin jetzt gerade jemand. Oh, Lars. Hallo. Hallo, Lars. Hey, Lars, moin. Man erkennt mich ja an der Kamera. Lars. Stecke im Strauß. Ja. Stecke mega im Strauß. Mega? Man steckt nicht nur normal im Stau. Ja. Das ist wie mit dem Winter. Die Leute wundern sich jedes Jahr, dass der Winter kommt und sie wundern sich jeden Montag, morgen im Berufsverkehr des Staus. Steckst du nicht mit drin? Ja. Ja, ciao, Leute, ne? Bis später dann, André, ne? Ja. Wir sehen uns dann um 7. Mhm, ich stelle mich so lange hier hin. Tschüss, André. Tschüss. Tschüss. Ah. Endlich Ruhe. Ah. Willst du nicht vielleicht doch reinkommen? Nee. Okay. Ah, endlich Ruhe. Ah. So, tschüss, ne? Ah! Ich falle sehr, sehr langsam. Aber kaputt. Du bist ja schon blass hier. Geht's dir nicht gut? Doch. Such dir mal da oben. Ganz entspannt, genau. Einfach ganz entspannt einen Punkt suchen. Ihr zwei macht das richtig gut. Super, siehst du? Mensch, sonst mache ich die Leute immer noch so richtig schön. Ist auch mal schön, jemanden dreckig zu machen. Auch
der zweiten Seite Shot 7-2 um 15:55 Uhr. Da kommt ein goldenes Licht von unten, weil er diese Puppe dort findet, die sozusagen golden leuchtet. Du hast ja vorhin gefragt, warum hier so viele Leute sind. Das ist übrigens Lars. Das ist derjenige, der an der Kamera steht. Genau. Ja, der ist ja vorhin neben dir da ins reingerannt. Genau. Steve setzt das Licht. Das ist unsere Sonne. Dieser macht dich schön. Da hinten sitzt André. Der macht nichts. Der ist ein sogenannter... Idiot. Entschuldigung. Das nennt man Runner. Der ist sozusagen für mehrere Aufgaben zuständig. Der macht später die Musik an. Der filmt ein bisschen währenddessen, dass wir Making-of-Material haben. Das ist Calvin. Das ist ein sogenannter CGI-Artist. Der wird dich später in Landschaften und endlose Weiten setzen. Das, was wir hier filmen. Das ist Rico. Er ist der sogenannte Aufnahmeleiter. Der guckt, dass wir sozusagen in der Zeit bleiben. Der hat immer so einen Zettel in der Hand, wuselt hier herum, ruft Leute an. So. Genau. Und sagt dann sozusagen, oh, hier, wir müssen gleich weiterdrehen. Oder jetzt kommt dieses Bild, was wir drehen. Auch ganz, ganz wichtig. Was ich mache, nennt man Regie. Ich erzähle dir, ich bin derjenige, der dir sagt, was gerade passiert sozusagen und der ein bisschen darauf achtet, dass das alles am Ende zusammenpasst. Felix ist der sogenannte Produzent. Der sorgt sich im größten Teil im Vorfeld um alles. Der hat hier diese Location organisiert. Der ist jetzt zu dir gegangen und hat mit deinen Eltern telefoniert und hat das alles im Vorfeld organisiert. Und der hat gekocht extra noch ein bisschen, so hat sich darum gekümmert, kümmert sich darum, dass es den Leuten hier gut geht. Ja. Und so viele Leute mindestens braucht man. Was geht jetzt ab? Gut, bis gleich. Felix ist jetzt gleich da. Jakob. Dann würde ich sagen, warten noch kurz, bis Felix da ist und dann machen wir es gemeinsam. Ja, machen jetzt eine Gedankenreise. Was? Hä? Jakob? Muss der. Jack. Jeder nimmt die entspannteste Haltung für ihn ein. Man darf sich gerne auch hinlegen. Steve macht das schon sehr gut. Wir kommen alle ein bisschen zur Ruhe, genießen die Stille. Und wenn ihr die Gedankenreise in voller Länge haben wollt, dann klickt jetzt oben rechts, um abzustimmen oder schreibt es uns in die Kommentare. Sag mal, warum lässt du eigentlich deinen Müll hier die ganze Zeit rumliegen? Schön, also nicht. Also das Ding ist halt, wir haben in dem Zimmer hier keinen Mülleimer, der ist erst in der Küche und deswegen ist das halt praktischer einfach. Ja, also diese Schnipsen sind einfach Tracking-Punkte für später, damit man am Computer die Kamerabewegungen nachvollziehen kann. Wenn nämlich alles grün wäre, dann hätte man halt keine Möglichkeit, später herauszufinden, wie sich die Kamera eigentlich bewegt hat. Macht schon Sinn, ich, oder? Ich verstehe. Aber trotzdem kannst du deinen Müll jetzt bitte wegräumen. Nee! Ah, oh, hi. Ich stehe hier immer unauffällig. Wie so ein Skateboard dran. Kannst du Skateboard fahren? Jein. Meine Oma, ich war mit ihr unterwegs. Da hatte ich mein Skateboard mit. Und dann bin ich immer so gefahren und sie so, das sieht doch voll einfach aus. Kann ich mir jetzt auch machen. Da ist sie aufgeschrieben. Auf dem Asphalt. Ja. Nein, das ist doch mein Kabel, mach was ich will. So darfst du nicht die Einstellung haben. Man muss mit seinen Sachen auch ordentlich nicht da ziehen. Achso, und ein ganz großer Tipp. Wenn Jakob was sagt, ja, nie zu ihm schauen. Egal, wo du, also am besten immer in irgendeine Richtung schauen, wo du gerade guckst, versuch einfach nur dich drauf zu konzentrieren und ihn nicht anzugucken. Ja? Und auch nicht zur Kamera zu schauen. Das ist ein bisschen schwierig, aber das kriegst du bestimmt hin. Okay, Kamera läuft. Und stehen. Ja, jetzt hast du dich gerade am Ende, also am besten bleibt am Ende in der Position. Normalerweise läuft es so ab, dass er sagt, Kamera läuft, dann sag ich Action und dann fängst du an.
sozusagen, damit wir nicht sozusagen irgendwie, wenn du schon anfängst zu krabbeln und die Kamera noch nicht set ist, dann können wir die Aufnahme nicht verwenden. Kamera läuft. Action. Ja, gut. Jetzt langsam langsamer werden, dich zusammenwürfeln. Und verharren. Dankeschön. Dann hast du die Figur, ist die schon am Start? Oder? Guck mal hinter dich. Ja, nicht. Gibt's noch eine kleine Überraschung? Denn das, was du findest. Übrigens die Figur nach jedem Shot, wo wir sie nicht mehr brauchen, wieder zurück in den Kühlschrank, bitte. Sagst du schon mal? Die ist kalt, oder? Die ist kalt, ja. Aber was sie vor allen Dingen ist, sie ist ein kleines bisschen weich. Deswegen sind die ganz Was ist die? Die ist aus so einer Modelliermasse, aber die wird halt nicht ganz hart, aber die lässt sich wunderbar modellieren dadurch. Am besten nimmst du. Geil, oder? Geile Actionfigur. Magst du Actionfigur? Ja. Jakob. Ja? Gut. So, am besten nimmst du sie hier so. So, genau. So, die hast du sozusagen gerade gefunden, hast sie dann so in beide Hände genommen, so, und hast darüber geweint. Und jetzt tauchen wir auf und machst du praktisch und lässt sie außer Acht, also nicht loslassen. So geil, ne? Das hin, und auch nicht hinlegen, sondern einfach nur absenken lassen, ja? Alright, Action! Schaust die Figur an und auf einmal vergisst man zu blubbern und zu beben. Was ist das? Was ist das? Und dann steigt Felix auf. Ach du Scheiße! Okay, nochmal. Und jetzt brodelt es. Es brodelt und Felix taucht auf. Du schaust Felix an. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Zwei riesige Götter. Ja. Dankeschön. Ach, Felix. Na, das machst du gut. Danke, ich bin gerne Anspielpartner. Sag mal, was soll das denn? Dumm. Wir haben doch keine Zeit. And drown while you stroke its cheek. Das ist der Rhythmus. Das ist gleich weiß. Okay. Nochmal. Und Musik. Nice. Richtig, das sieht wirklich toll aus. Darf ich vorstellen, das Spezialstativ für heute? Ja, das ist einfach nur eine Decke, Jakob. Ja, das ist kein Stativ, Jakob. Wenn man das ist nur eine Decke. Das ist Stativdecke 5000. Das ist nur eine Decke. 5000. Leute, das ist nur eine Decke. Okay, darf ich mal kurz sehen? Hier ist der Monitor. Kleiner kriegen wir ja eh. Es scheint zu passen. Ja, ich denke auch. Ja, geil. Ja. Mach vorbereitet. Ja. Nice! Geil. Also, alright. Voll aber, nice. Aber hier nicht. So hin. Go. Dann machen wir praktisch so. Warte mal, ich versuch's ganz langsam. Immer so. Ach so. Ja. Ja, so ungefähr. Action! So, schau auf. Aha. Okay, Luft ist rein. Wasser. Oh, shit, und weiter. Nice. Perfekt. Sehr gut. So, jetzt geht's in die letzte Stunde. Wir sind alle am Arsch. Jetzt wird Kaffee gesoffen und dann wird durchgeballert. Kritische Szene. Okay. Jetzt wird mit Wasser hantiert. Okay, bist du bereit, Karl? Ja. Und bitte.
Schön. Schnell abtrocknen. Oh, hast du schlecht geschlafen? So, wollen wir es mal probieren? Ah! Da schreck ich mich mal, ey. Aber das ist ja immer mal so gefallen. Es ist nur nicht lachen, dürfen wir nach. Aber ja, ich lock dich nur ein bisschen aus der Reserve. Okay, Action. Musst du kacken? Ach, warte mal. Es geht nach der Hexenwesen, dann kann er davon fliegen. Bitte. Danke. Wie fandst du den? Stopp. Wie fandst du den? Stopp. Yes, ich will klatschen. Happy Birthday to you. Ja, warte, ist schwierig. Wir machen noch drei Shots, oder? Hier sind drei blonde Boys, die gerade ein nice Musikvideo gedreht haben. Karl, wie war's? Außer anstrengend? Hat es dir auch ein bisschen Spaß gemacht? Ja, oder? Ja, ein bisschen. Nice. Ich würde an dieser Stelle einfach wieder Jonas zitieren. Wir haben nicht so einen weisen Freund, der sagte, da läuft die Geschichte, ich sagt euch, das wird ein Video sondergleichen. Ihr werdet es nicht glauben. Also ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen. Deswegen, wir verabschieden uns, Karl sagt Tschüss. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir irgendeine kranke Scheiße machen. Tschö. Ja. Viel Spaß. Jo, du hockst an deine Ecke, wir machen den Vorhang hier zu, ne? So, tschüss, bis in zwei Wochen, ne?